Souls. Ich habe sogar Dark Souls gespielt, Leute. Und das heißt schon was, wenn man Dark Souls gespielt hat und es dich im Scheißdreck gestört hat. Du hast dich zwar aufgeregt, aber es war noch ein schönes Aufregen. Komm, greif an, du Schwuchtel. Ja, fick dich. Das nennt sich. Das heißt bei mir, das ist heute das heutige Motto. Fick dich. So, analysieren direkt. Ich will eigentlich dich haben, weil mit dir beschäftige ich mich jetzt schon. Ah, du kleine Schwuchtel, so eine bist du. Okay, nimm meine Analyse aus. Alles klar. Kein Problem. Wo das herkommt, gibt's noch mehr. So, jetzt habe ich Daten von dir. Zuallererst fällt mir auch gerade auf, bevor ich es wirklich vergesse, sollte ich eine geile Fähigkeit einsetzen. Und zwar, wo ist das denn? Drain Mine. Damit kann ich Mana von anderen Leuten aussaugen. Hier keine hat Mana, aber falls es Gegner gibt, die Mana benutzen und ich gerade Mana... Oh doch, ich habe ein bisschen Mana bekommen. Und ein bisschen Mana schwach bin, lohnt sich das zu haben. So, du interessierst mich nicht, du bist das Wichtigste. So, physisch und blunt. Physisch und blunt, da wissen wir schon, welche Waffe wir dafür benötigen, unseren kleinen Kackstab. Oder wir nehmen Shami Zamakamakam. Es ist zwar edged, aber geht mit Physical ganz auch gar nicht so schlecht. Und es ist noch gut gegen Menschen. Ja, einen mache ich. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Was machen wir da? Ich will jetzt kein... Ja, ich scheiß drauf. Keine Gnade nennt sich das bei mir. Oh ja, Cast auf Herakles auf ihn. Schlecht, das möchte ich ungern, dass du das auf ihn machst. Deswegen werde ich nicht Quick Manual, werde ich ein bisschen vorsorgen. Kein Degenerate? Doch, Degenerate einfach. Tarnisch ist ja nicht so gut wie Degenerate, damit treffe ich vielleicht. Oder mache ich mehr Schaden an dir. So, du kleine Pisse. Ja, Tatsache, ich mache mehr. Perfekt. Damit kann ich doch arbeiten. Oh, Wichser. Mach nichts. Ich bin nicht mad oder so. Ich töte dich einfach. So, das hat sogar noch ausgereicht. Genau in den Schlägen. Was habe ich da? Trident. Ein Speer. Behalte ich. Kann man immer gut gebrauchen. So, wie sieht's mit dir aus? Auf dich mache ich auch einfach Degenerate. Und wenn ich Schaden mache, ja, bist du tot. So sieht das aus. Parts dauern lange, aber es geht hier verdammt nochmal um Leben. Und um Leben spielt man. Und wenn es um Leben geht. Spielt man. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe eine Chain Risk von 100. Ich kann eigentlich so lange auf dich einballern, wie ich nur kann. Ja, scheiße. Da geht's schon los. Ich glaube, er nimmt mich gar nicht ernst. Solltest du vielleicht. Greif an! Oh, Herakles. Er will sich aufbuffen. Vielleicht gerade nicht die beste Idee. Oh, da muss ich dranhalten. Ich habe getroffen. Bei 4%iger Wahrscheinlichkeit zu treffen. Habe ich schon was. So, das hat sogar genau perfekt gereicht. Was hast du? Shuttle. Ja, Mann, Vararod. Nein, ich dachte, das wäre auch... Oh, Kacke, ich dachte, das wäre Risk senken. Aber naja, dann nicht. Instant. Mind Edge. Reduce Fuel Amount equal to the Wishlist has... Oh, reduce Fuel's MP by an amount equal to 20% pressure. Krieg ein Flixer, Damage to... Instill. Paralysis. Inflicts an addition of damage on Fuel and deals. Oha, inflicts an... Oha! Crimson Pain. Ich mache ihn 100% Schaden, aber krieg 30% davon ab. Ich nehme das mal. Falls ich das mal... Vielleicht brauche ich das irgendwann mal, so in kritischen Momenten. Wenn es wirklich nur darum geht, Schaden zu machen. Kann ja mal sein. So, erster Linie. Gucken, was habe ich bekommen.
halt scheiße ist, einfach wegmachen. Piercing, ja, das ist... Es ist sogar besser. Was ist Shuttle? Shuttle. Shuttle ist sogar noch besser. Nein. Ich werde nicht mehr. Ich werde ehrlich nicht mehr. Shuttle ist ja noch besser als meine Waffe davor. Attack Intelligence ist zwar scheiße. Und in der Agilität saugt das Ding Bälle. Aber ich glaube, an dir kann man doch bestimmt Gems ransetzen. Tatsache, einen kann ich dir ranmachen. Oh Gott. Jetzt wird langsam die Auswahl schwieriger, weil man darf nur 8 Waffen mit haben. Ich muss irgendwas nehmen, was ich nicht gebrauchen kann. Eine Sache muss verschwinden. Sofort. Ich muss mich leider von Angel Wing? Angel Wing? Nein. Angel. Ja, machen wir mal so. Und Shuttle. Zwar ganz nett und so, aber... Nee, Shuttle behalte ich mal. Ich nehme aber Trindent weg. Trindent? Nee, Trindent lasse ich auch mal drin. Es ist so schwierige Auswahl, wenn man langsam so eine gewisse Anzahl an Waffen erreicht hat. Ich nehme einfach den Stab weg. So den Stab, der, mit dem kann ich eh keine Kombos machen. Und solange gehe ich wieder auf meinen Shamshir. Shamshir oder wie das Ding heißt. So. Damit kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Ich vermute mal, da hier keine Gegner sind, gehe ich mal. Aber es läuft, also immerhin. So, unlocked with a bronze key. Sehr gut. Bronze key haben wir gerade zur Hand. Oh, Zwischensequenz, finde ich gut. Außer es ist ein Boss, dann finde ich es doch nicht gut. Oh nein. Was ist das? Silence? Och nö. Jetzt so welche kleinen Huren kann ich jetzt nicht gebrauchen. Mach aber verstanden. Also ich kämpfe hier gegen Puppen. Habe ich das richtig verstanden? Puppen. Dann wisst ihr was? Puppen. Aua. Puppen. Kann ich nicht mehr raus? Ah ja. Dann mache ich so Puppen. Wir sehen uns gleich wieder und dann nehmen wir uns die Puppen vor. Oh nein! Außer es sind natürlich Soldaten hier. Wer hätte damit denn gerechnet? Oh nein. Wie machen wir das denn jetzt? Egal Leute, ich regle das irgendwie und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Gegner waren ziemlich dumm, deswegen konnte ich einfach in Ruhe weiter regenerieren. So, Puppen. Wir kennen uns ja schon bereits. Oh, dir mache ich weniger, aber dir mache ich noch genug. So, Buddy, ne? Buddy, sehr gut. So, tot. Mit dir machen wir weiter. Wo tut's am meisten weh? Hier. Okay, dann brauche ich gar nicht weitermachen. Hier funktioniert das ziemlich gut. Sehr gut. Das war's schon. Na, die Puppen sind ja nicht stark. Das ist doch gut zu wissen. Nein, Bosskampf. Verdammt. Oder? Ein Hähnchen mit einem Auge. Ein Chickwing mit einem Auge. Das ist doch super. Bosskampf und wir können endlich mal das Gesetzte umsetzen. So, Chicken Nugget. Mal schauen, was man mit so mit dir anfangen kann. So, ich brauche Informationen über dich. Dringend. So, Status. Ach so, eine Harpier. Sieht gerade nicht so aus wieder. Light ist sehr... Das ist sehr gut. Light und Piercing. Light und Piercing. Abdomen ändert sich hier nichts, ne? Ah doch, im Abdomenbereich ändert sich Piercing. Und Light. Also Abdomen
Piercing und Light. So, haben wir irgendwas mit Piercing und Light? Selbst wenn nicht, ich könnte mir das... ja, Physical und Edge. So, Piercing und Light. Piercing, Physical, Shockle, Piercing. Ich brauche Piercing. Nimm einmal so eine kleine Kampfnadel, die wird da schon regnen. In den Abdomen schön reinstechen. Oh, Drain Mine, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hoffe, ich kann ihm das jetzt Schaden zurückgeben. Oh nein, natürlich nicht. So, mein Freundchen. Oh, den Chicken Wing. Oh, das funktioniert ziemlich gut. So, wie viel hat der Chicken Nugget eigentlich Leben? Das können wir uns doch mal anschauen. Das geht. Damit kann ich arbeiten. Okay, das brauche ich gerade nicht machen. Oh nein. Divitalis. Klingt nicht gut. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. So. Ich mache aber mehr Schaden, als du mir wieder abzapfen kannst. Und deswegen wirst du sterben, Chicken Nuggets. So, das war's. Harpier tot. Hast du wenigstens was Gutes? Herakles! Alter, das ist geil! Kyotonic, geil! Auch noch Leben! Alter, das ist ja wie Weihnachten! Oh mein Gott! Herakles, das ist so ein guter Zauber! Das ist perfekt! Ich kann mich jetzt gegen Bosskämpfe so richtig gut aufbuffen. So, Herakles, Stärke! Stärke ist immer gut! Nicht nur, dass du nicht so gut getroffen hast, nicht nur, dass du... aber ich glaube, das verbraucht ziemlich viel Mana, habe ich mir gerade, oder? Oder? 12. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Stärke geht immer. Stärke braucht man immer. Das ist... ihr glaubt mir das nicht, aber es ist ehrlich so. So, was haben wir hier? Noch ein Chicken Nugget? Ein Bosskampf! Wartet mal, Leute. Bevor wir zum Bosskampf übergehen. Wer hätte das gedacht? Richtig. Wir werden uns erstmal unser Mana und den ganzen Shit zurechtlegen. In so einen Bosskampf möchte ich nicht ungern ungeachtet reingehen. Ich werde auch außerdem... ich glaube nicht, dass dieser Speer mir noch von Nutzen sein wird. Ich gehe mal auf Shamshir. Diese Shamshir. Und mein Circle Shit. So. Ready, ready, go. Ready, ready, go. So, zack, 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 zack. Schnell noch auffallen. Zack, zack, zack. Schön. Sehr gut. So, lasset den Kampf beginnen. So, Waffe ziehen. Und los geht's. Zeig mir, was du drauf hast. Ich bin jetzt bereit. Zur Sicherheit habe ich ein einziges Dings da. Ding, womit ich mich heilen kann. So. Zuallererst. Ich brauche Analyse. Sehr gut, gleich auf den ersten Schlag was bekommen. Okay, er macht nicht viel Schaden. Ich mache ihm auch schon ein bisschen was. Ich will mal gucken, ob ich das verbessern kann. So. Oh, 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 oh. Darkshine, das einzigste Schwache, was ich in ihm sehe, er mag kein Light. Mein Ding ist aber Physical. Zokus müsste da das Ding, müsste die Sache eigentlich gut hinkriegen. So, wenn ich wüsste, wo er spawnt. Da. Nein, Radikal Source Level 1, was ist das? Oha. Fucking hell, das... krass. Das war's? Ja, Mann! So gehen Bosskämpfe heute. So geht das. So liebe ich das doch, wenn das einfach so mal mit einer Chain einfach so
einmal so von flüssig läuft. Sauber. Zum Glück hat... Oh, oh, die 3 Stunden, die ich da rein investiert habe, waren doch nicht für den Arsch. Zum Glück. Wenn jetzt noch was Geiles dabei rauskommt, ist alles super. Los! Gib mir was Gutes. Agility plus 2, das ist gut. Damit kann ich besser ausweichen. Und so weiter und so fort. Zusammen im Bauten. Nehme ich. Okay. Nickel. Oh, Mana Tonic kann ich super gebrauchen. Elixir of Mage. Oh, super. Das gibt mir noch Mana dazu. Ich kann Mana echt gut gebrauchen momentan. The Ledge Spirit speaks to Ashley. Ashley mastered the spell Teleportation. Ich kann teleportieren. Geil. Dann könnte ich... Oh, das werde ich aber alles offline machen, Leute. Vielleicht. Vielleicht gehe ich dann... Mache ich... Mal gucken, wie ich das mache. Ich kann jetzt zum Beispiel zu einem alten Workshop gehen. Ja? Und ganz frech einfach mir die ganzen Waffen da schon zurechtlegen. Weil ich ja gesagt habe, in dem letzten Part, oder in den paar Minuten davor, dass die Workshops nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen werde ich das doch mal nutzen, aber erstmal speichern. Das ist doch das Allerwichtigste. So. Jetzt Magic. Teleportation. Teleportation ist Circle of Magic. Teleffekte only when stacked. Ah, scheiße, ich muss an einen Circle. Na gut, Circle, alles klar. Irgendwo muss es ja bestimmt einen Speicherpunkt bei geben. Oh nein, nein, nein. Poppen, 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 poppen. Okay, wir sparen erstmal hier. Aber Leute, ich glaube, das war's erstmal von Let's Play bei Grand Soil. Es hat mir zum ersten Mal seit meiner Aufnahme ein bisschen mehr Spaß gemacht. Okay, da vergesst das davor, das kann ja mal natürlich passieren. Aber es hat gebockt. Denn wir wissen jetzt, oder ich besser gesagt, ich weiß jetzt, wie ich endlich mit Bossen umgehen muss. Und in der nächsten Folge werden wir uns weiter umschauen und theoretisch auch die Workshops nutzen. Weil wie gesagt, ich muss da mal hin und gucken, was ich da so für geile Waffen zusammencraften kann. Ich habe sehr viele Materialien und mal gucken, was sich da so zusammenbauen lässt. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, see ya Leute!